Moin, Guni. Ja? Sauber oder was? Mögen wir nicht. Alle beide nicht. Karl, die Sonnenschirme kannst du ruhig wieder reinnehmen. Das wird heute nichts mehr. Ach, das klärt sich wieder auf. Spätestens bis 10 und 11. Na? Unter Garantie. Na ja, Karl ist wieder mal anderer Meinung, also müssen wir ihm glauben. Nein, mein Junge, da kommst du nicht rein. Wir sind ein feines Hotel und so pitschnasse Herren können wir da drin nicht gebrauchen. Karl, nimm doch mal einen Lappen und reib ihn trocken. Er kommt da mit in mein Büro. Kannst du Buchhaltung, Englisch, Französische Korrespondenz, kannst du Schreibmaschine schreiben? Nein, kannst du nicht. Na, musst du lernen. Komm, nimm ihn mal mit. Bis gleich. Bald Hotel Forellenhof, guten Morgen. Nein, die Herrschaften haben sich noch nicht gemeldet. Soll ich was ausrichten? Ja, gut, Herr Dr. Wolf aus Hamburg. Ja, habe ich verstanden. Danke. Wiederhören. Morgen, Friedel. Morgen, Bruder. Irgendwas Neues? Ja, frei abreisen. Guten Morgen, Vater. Sag mal, musst du eigentlich jeden Morgen bei jedem Wetter unten bei deinen Forellen hocken? Na, daran hättest du dich eigentlich in den letzten 10 Jahren gewöhnen können. Ich kann mich nicht an Dinge gewöhnen, die dir schaden. Gefrühstückt hast du auch noch nicht. Also merk dir mal eins, mein Junge. Ich lebe, wie mir's passt, verstehst du? Ich werde bald 75 und da ist man ja schließlich erwachsen, nicht wahr? Das wirst du nie. Also kümmer du dich um dein Haus und lass mir meine Fisch und schick mir nachher den Jörg runter. Wir müssen ableichen. Na, habe ich nicht recht, Friedel? Hab ich einen Fischermeister, hab 2 Gesellen und alles muss er allein machen. Und später auch mal so ein dickköpfiger alter Herr sein werde. Also, wenn Sie mich fragen, die Aussichten sind nicht schlecht. Was wollen Sie damit sagen? Dass ich vermute, bei dem Buchlass ist der Dickkopf erblich. Wie lange haben Sie heute Nacht wieder gearbeitet? Ja, ich weiß, 1:30, aber meine Arbeit kann mir ja auch niemand abnehmen. Und außerdem stehe ich ja dabei nicht bis zum Bauch im Wasser, wie er. Also, was gibt's denn Neues? Frei abreisen. Zimmer 7, 9, 14. Zimmer 16 ist der Architekt aus Köln, möchte endlich eine Garagenbox haben. Gut, kann er haben, ist frei. Und Zimmer 4, das sind die Herrschaften aus Essen, haben sich beschwert, dass die Zimmermädchen ein Bonawachs benutzen, das nach Fischleim stinkt. Wie bitte? Nach Fischleim stinkt. Also das hat mir noch kein Gast gesagt. Sagen Sie den Herrschaften bitte, wir werden uns bemühen, Bonawachs mit Veilchenduft aufzutreiben. So, jetzt trommeln Sie mal meine Familie zusammen, damit wir endlich frühstücken können. Der Kaffee schon fertig. Alles gut. Guten Morgen. So, jetzt habe ich aber wirklich genug. Jeden Morgen dasselbe. Kein Mensch ist pünktlich. Lisa, ich fange an. So, bitte. Danke. Morgen, Paps. Oh, fein, darf ich? Ja, ja. Entschuldige, bin wieder viel zu spät dran. Erste Stunde französischer Aufsatz. Halt mir den Daumen. Ja. Vielen Dank für den Kaffee. Wiedersehen. Wiedersehen. Morgen, Vater. Nur schnell einen Schluck Kaffee. Oh, gestattest du? Ja, ja. Furchtbar nett, danke. Muss noch als Christa zur Schule fahren. Also bis nachher. Ich komme gleich zurück. Was sagen Sie dazu, Lisa? Jetzt schenke ich mir die dritte Tasse Kaffee ein, ohne dass ich einen Schluck getrunken habe. Nach, mein Schatz. Na, na. Haben die Kinder schon gefrühstückt? Du, ich weiß nicht, ob man das Frühstücken nennen kann. Sie haben mir zwar guten Morgen gesagt und haben mir meinen Kaffee weggetrunken. Ach ja, aber sei so lieb. Ich habe nämlich gar keine Zeit. Das ist heute wieder ein Tag. Was ist denn? Schrecklich, der fängt gut an. Die Wäscherei hat nicht geliefert. Ein Bügelzimmer ist Kurzschluss. Die Dusche in Nummer 3 ist kaputt. Ja, weiß ich. Von den Zimmermädchen fällt die Steffi aus, weil ihr Bruder heiratet. Und die Rosi, die ist zwar aufgestanden, aber hat sich wieder niedergelegt. Krank. Ruth, wie geht's ihr denn? Sie hat Schmerzen, der Bauch tut ihr. Wie sieht man nach einer fischen Blinddarmentzündung aus? Morgen, Otto. Guten Morgen. Sollte man da nicht vielleicht den Arzt rufen? Erst gehe ich noch mal zu ihr herauf. Ja, aber willst du wenigstens was essen? Ich habe doch jetzt keine Ruhe zum Frühstück. Ich muss in die Küche. Also darf ich dir wenigstens eine Tasse Kaffee einschenken? Ja, danke, aber nur einen Schluck. Danke, danke, danke. Ohne alles. Dankeschön. Ich rede von dir. Bitte. Hunger habe ich keinen, entschuldige. Vielleicht später, aber entschuldige, Otto, ich habe noch so entsetzlich viel zu tun. Ja, ja. Lass dir wenigstens nicht Appetit verderben. Wiedersehen, bis später. Wiedersehen, bis gleich. So, das habe ich mir doch genau gedacht. Walter! Ja, Bobo? Frischen Kaffee. Ja. Sag mal, Walter, du hast ja bald ausgelernt. Ja. Möchtest du später auch mal ein Hotel haben? Ja, wenn ich mir es leisten kann, sicher. Ja, du hast vollkommen recht, mein Junge. Schaff dir ein Hotel an, dann bist du der glücklichste Mensch, den es gibt und führst das gemütlichste Familienleben. Kaffee.
ja trostlos. Komm, es hat keinen Zweck, wir gehen. Bleiben daheim. Um 11 Uhr hört's auf, hat der Hausdiener gesagt. Ich gehe trotzdem. Man muss sich ja bewegen. Das ist langweilig. Da gehe ich lieber wieder ins Bett. Was wollen wir jetzt machen? Letztes Jahr an der Nordsee musste ich sogar meine Wintersachen nachschicken lassen. Ach, wissen Sie, jetzt komme ich doch wenigstens endlich dazu, meine Briefe zu schreiben. Ich hatte wohl auch Prozesslichkeiten. Ist mein Gespräch aus Zürich schon da, Frau Landrede? Noch nicht, Herr Doktor, ich frage aber gleich mal nach. Sie wollten wissen, wann der nächste Autobus nach Schönau fährt? Ja. Augenblick, nicht, Frau. Frau von Friedl, haben Sie nicht einen schönen, spannenden Kriminalroman für mich bei dem Wetter? Moment. Waldhotel Forellenhof, guten Tag. Ja, Herr Buchner ist da. Einen Moment, ich verbinde. Herr Buchner, Telefon. Buchner? Oh, guten Morgen, Herr Stadtrat. Wie bitte? Nein, ich habe noch nichts gelesen. Moment mal. Ja, ich kann doch dazu keine Stellung nehmen. Ich sag, im Stadtblatt sagten Sie, ja? Einen Augenblick. Doch, ja. Kultur in Frage gestellt. Von Klaus Buchner. Ja, ja, der Artikel ist zweifellos von meinem Sohn, aber ich weiß nichts davon. Aber das ist doch wohl nicht als persönlicher Angriff gegen Sie gedacht, Herr Stadtrat. Na, ich sage ja, ich habe es noch nicht gelesen. Ich denke mir, der Artikel ist mehr eine sachliche Kritik. So, das tut mir leid, aber das muss man doch voneinander trennen. Ich bitte Sie, Herr Stadtrat, mein Sohn ist freier Schriftsteller, er lebt außerhalb des Hauses und ich nehme da keinen Einfluss. Ich will auch keinen nehmen. Ach so, Sie möchten absagen. Ja, es tut mir leid, dass Sie solche Konsequenzen daraus ziehen. Ja, ich nehme es zur Kenntnis. Guten Morgen, Herr Stadtrat. Blöder, arroganter Kerl. Friedl, verbinden Sie mich mal sofort mit meinem Sohn Klaus. Schöne Geschichten machst du, Rosi. Komm mal. Kann man den am Blinddarm auch sterben, Chefin? Das tät er so passen. Mitten in der Saison sterben und sitzen lassen. Wo tut's dir denn überhaupt weh? Überall. Na, überall ist gar nichts. Gerade hast du gesagt, im Bauch. Wo im Bauch? Hier im Bauch. Also zeig mal her. Nein, bitte na, nicht. Dummes Ding, du. Wenn der Blinddarm nur raus muss, wird dann der Bauch richtig aufgeschnitten? Mit einem Abwehrmittel werden wir ihn kaum rauskriegen. Dann sieht man immer die hässlichen Narben. Wen willst du denn deinen Bauch heute zeigen? Ich habe auch so einen Schnitt, habe trotzdem einen Wand gekriegt. Zeig mal das Thermometer. Mal schauen, ob du Fieber hast. Sieben. Das ist ja nicht einmal Temperatur. Ja, Rosi, da hast du aber auch keinen Blinddarm. Du wirst vielleicht was Schlechtes gegessen haben, ne? Einen verdorbenen Magen hast und weiter nichts. Du, Rosi, sag mal, hast du vielleicht den Zwetschgenkuchen gefressen? Na, den die da in der Küche gestern auf den Fensterschrank gestellt haben. Ja, das war doch der mit einer schlecht vergorenen Hefe gemacht wäre. Er hätte eben gleich in den Mistkübel gehen sollen. Wie viel Stück hast du denn gegessen? Allen. Allen? Na, jetzt wundert mich gar nichts mehr. Sag mal, kriegst du hier nicht genug zu essen, dass du an so ein vergammeltes Zeug rangehen musst? Hab ich doch nie gewusst. Und außerdem esse ich doch Zwetschgenkuchen so gerne. Guten Morgen, Anna. Komm mal her. Machst du für ein Gesicht, dass du vielleicht auch Zwetschgenkuchen fressen? Also bitte mach jetzt keine Witze, da liest dir das einmal durch von deinem Sohn Klaus. Ich glaube, das ist unser Sohn. Guten Morgen. Der hat uns vielleicht ein faules Ei ins Nest gelegt. Ich kann jetzt nicht sprechen, komm bitte damit hinein. Also red schon, was ist los? Ja, lies, es ist nämlich der Ton, in dem er schreibt. Ich hab doch jetzt keine Zeit, erzähl's mir halt. Unser zorniger junger Mann fühlt sich bereits berufen, die Kulturpolitik der Stadt anzugreifen. Aber wie? Das musst du lesen. Kontaktlosigkeit, Provinzialismus, Mangel an Ideen. Und dann schreibt er wörtlich, die Schildbürgerstreiche des Herrn Stadtrat Meinhardt, der nur seine eigenen persönlichen Interessen vertritt. Wahrscheinlich hat Klaus recht. Der kann das vielleicht besser beurteilen als wir. Aber wir haben doch ein Hotel, Anna. Es ist doch unser Geschäft.
Weißt du, dass mich der Stadtrat eben angerufen hat? Unter diesen Umständen sehe er sich leider gezwungen, seine Besuche bei uns einzustellen. Ja, dann lässt es halt bleiben. Ich hab den eitlen Kuckel eh nicht leiden können. Na also gut, dann fallen die Mittwochabende eben bei uns aus, an denen der Kulturbeirat bei uns tagt. Der Stammtisch wird zusammenschrumpfen. Mein lieber Schatz, darüber kann ich mich jetzt wirklich nicht aufregen. Außerdem habe ich gar keine Sorge, dass wir deswegen verhungern werden. Das ist eine merkwürdige Auffassung vom Geschäft. Wieso? Geschäft ist Geschäft und Überzeugung ist Überzeugung. Die verkaufe ich nicht. Auch wenn ich darüber ein paar Gäste verliere. Ein paar Gäste ist gut, ist doch mehr als die halbe Stadtverwaltung, die im Laufe eines Jahres mal zu uns rauskommt. Ich weiß doch, wie verfilzt die miteinander sind und wie schnell sich das herumspricht. Die werden uns boykottieren. Ja, und was willst du machen? Ich muss so schnell wie möglich mit Klaus sprechen, bevor der Skandal größere Ausmaße annimmt. Ich habe eben schon mit ihm telefoniert. Ich muss sowieso in die Stadt, zur Brauerei und zum Finanzamt und dann fahre ich mal schnell bei ihm vorbei. Und was willst du damit erreichen? Wenn ich dein Sohn Klaus wäre, ich würde mir von dir auch nichts reinreden lassen. Na, das wollen wir doch erst mal sehen. Und wenn er weiterhin solche Pamphlete von sich gibt, dann bitte nicht mehr unter dem Namen Buchner, soll er sich meinetwegen Michael Imsenklöhn nennen. Oder was weiß ich. Also du bist Mittag nicht zurück? Kann ich doch nicht, mein Schatz. Um 11 Uhr kommt die neue kalte Mamsell. Soll ich die gleich engagieren? Ja, aber du brauchst sie doch, wenn sie guten Eindruck auf dich macht. Hm? Wiedersehen. Prosim, bitte, aus Brinn bin ich, gnädige Frau. So, besser gesagt, geboren bin ich im Osmopa bei Brinn. Und das ist sich so circa 30 bis 40 Kilometer von Brinn. So was aus Brinn? Ich bin nämlich aus Wien. Ja, Schuss aus Wien. No, da war meine Großmutter selig noch Kammerfrau bei der Erzherzogin Elisabeth. No, das ja, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, Frau. Czepanek. Melanie Czepanek, gnädige Frau. Aber wenn Sie bitte Melli zu mir sagen würden, sagen Sie eben alle gleich die Melli zu mir. Ja, das ist alles sehr schön und gut. Aber was können Sie eigentlich, Frau Czepanek? Die kalte Mamsell ist hier kein leichter Posten. Na, was glauben Sie, gnädige Frau? Habe ich gearbeitet nur in allerersten Häuser. Mache ich Ihnen, was Sie wollen. Schöne böhmische Buchteln, Bovidl-Tatschgerl, da habe ich ein Geheimrezept von Großmutter selig, wunderbar. Oder Marillenknädel, Apfelstudel. Hören Sie auf, was wir hier brauchen, ist die kalte Küche. Na, Potschke, lassen Sie mich ausreden, gnädige Frau. Na, Prager Schinken, Tafelspitz mit Meerrettichcreme oder schönes gefülltes Gänselhalsel mit viel Majoran und Knoblauch, na? Frau Czepanek, wir sind hier nicht in Böhmen und nicht in Wien. Hier im Badischen essen die Leute ganz anders. Na, ich weiß, aber unter uns gesagt, gnädige Frau, leider nicht so gut. Da irren Sie sich. Sie essen nur viel leichter. Mehr französische Küche. Na, mach ich leichter, mach ich französisch. Hab ich wunderbares Rezept von Straßburger Salat, na, Schinken Burgunder, marinierte Froschschenkel oder Forellen in Aspik. Bitteschön, gnädige Frau, werden Sie sich wundern, was noch alles für schöne Sachen. Oh, bitteschön, gnädige Frau, lassen Sie mich hier. Na, wenn Sie wollen, nur auf Probe. Schauen Sie, ich bin ein Flüchtling und hier gefällt's mir so gut bei Ihnen. Sind wirklich in Ordnung. Alles sehr schön in Ordnung, meine Papiere. Sie sind ledig? Ledig? Nicht ganz. Der, was mein Mann ist, drüben geblieben in Tschechoslowakei bei Zoll. Alimenten bezahlt auch keine. Aber Sie wissen's ja, wie es ist mit den Mannsbildern, wenn's kommen in die verrückten Jahre. Möchte ich mir die Frage erlauben, gnädige Frau? Haben wir hier auch einen Chef oder machen Sie alles alleine? Natürlich haben wir auch einen Chef. Mein Mann ist nur zufällig nicht da. Aber der verlangt sehr viel, Frau Czepanek. Wenn der pfeift, dann müssen wir alle springen. Macht nichts. Freut mich, dass auch ein Chef da ist. Tag, Vater. Tag, Klaus. Komm rein. Hoffentlich störe ich dich nicht in deiner Arbeit. Ach was, wenn du mit mir reden willst, werde ich doch wohl Zeit für dich haben. Schöne Situation, in die du uns da gebracht hast. Das tut mir sehr leid, Vater, aber... Auch dir nicht leid zu tun. Ich weiß nur nicht, wie wir wieder da herauskommen. Ich komme eben vom Finanzamt. Jeder Zweite hat mich daraufhin angesprochen. Die haben es natürlich alle gelesen. Wie schön. Deswegen habe ich es nämlich geschrieben, Vater. Darf ich jetzt einmal etwas dazu sagen? Bitte. Ich habe natürlich nicht vorausgesehen und ich habe nicht daran gedacht, dass ich euch im Forellenhof mit diesem Artikel schaden könnte. Ja, das ist es ja eben, du denkst nicht so weit. Ich bin natürlich da draußen mein freier Herr, aber ich muss doch mit der Stadt zusammenarbeiten. Da sind finanztechnische Erwägungen, da sind laufende Verträge mit dem Forst- und Wasseramt. Ich bin auf die Unterstützung und auf das Wohlwollen des Arbeitsamtes angewiesen. Ich kann es mir nicht erlauben, die Stadtväter zu verärgern. Das sehe ich alles ein, Vater. Aber du kannst von mir nicht verlangen, dass ich aus Rücksicht darauf meine Augen zumache. Ich habe dir vorhin schon am Telefon gesagt, dass wenn man sieht, dass irgendwo der Wurm drin ist, dann muss man Alarm schlagen und Protest anmelden. Sag mal, bist du nicht zu jung dafür, um das zu beurteilen? Ich jedenfalls,
empfinde es als ziemlich anmaßend, wenn du erfahrenen und bewährten Stadtvätern die Leviten liest. Von bewährten Leuten kann hier wohl nicht die Rede sein. Glaubst du, ich konnte meine Argumente nicht alle bis ins Detail belegen? Ich habe den Artikel vorher mit dem Chefredakteur der Zeitung genau abgesprochen. Und es lag ihm gerade daran, einmal einen jungen Menschen zum Wort kommen zu lassen. Ja, natürlich habe ich dabei einigen Leuten erheblich auf den Schlips getreten. Aber es gibt auch eine ganze Menge andere, die mich dazu nur beglückwünschen. Ich kann dir jetzt schon verraten, dass die Sache im Stadtparlament ein Nachspiel haben wird. Und wenn die Opposition daraufhin die Anfrage stellt, dann wird man den Herrn Meinhardt endlich in die Wüste schicken, wo er auch hingehört. Sieh mal an. Aus unserem stillen, träumerischen Klaus ist ein Revolutionär geworden. Mann, du bist ja ein richtiger Anarchist. Gibt's bei dir nichts zu trinken? Entschuldige, Vater, aber du hast mich gleich so überrannt. Was willst du haben? Ja, was hast denn da? Ja, ich habe nicht das Buffet vom Forellenhof, aber Cognac. Willst du einen Whisky haben? Nein, nein, das ist zu früh. Gib mir mal ein bisschen Wermut und Schuss oder... Alles gut. Moment, hol ich dir gleich. Ja. Ist was? Nee. Bloß ein Lippenstift. Jemand vergessen. Ach so. Ja, der gehörte Eva Fabricius. Weißt du, ich hatte gestern Abend ein paar Gäste hier. Sie rief mich deswegen schon an. Ja, ja, ja. Die vergesslichen jungen Mädchen. Nagellack hat sie auch da gelassen. Hm? Scheint sich wohl mehr um einen Daueraufenthalt zu handeln, was? Wieso? Du denkst ja nicht etwa, dass ich hier... Ich denke überhaupt nicht. Schließlich bist du ein erwachsener Mensch und kannst tun und lassen, was du willst. Ich erwarte ja nicht, dass du hier wie ein Mönch lebst. Aber lassen wir das. Dankeschön. Ich möchte noch mal mit dir über den Zeitungsartikel sprechen. Ja, du hast dich Mama eigentlich auch so drüber aufgeregt. Ach, worüber regt sich Mama schon auf? Der imponierst du doch nur mit sowas da. Seid ihr beide wohl vom gleichen Schlag? Nein, versteh mich recht, mein Junge. Im Grunde genommen respektiere ich ja genauso Ansichten und Standpunkte. Und ich werde es auch überleben, wenn die Stadtväter in Zukunft am Forellenhof vorüberfahren. Aber im ersten Augenblick habe ich mich doch verdammt geärgert. Naja, also, Prost. Prost. Kommt da jemand? Ja, entschuldige, Vater, aber... Dein Lippenstift. Klaus! Klauschen! Bist du noch da oder hast du mich schon verlassen? Willst du mir nicht wenigstens... Ja, natürlich will ich. Aha, eingekauft. Was gibt's denn Schönes? Paprikaschoten, Gurken. Und was gibt's dazu? Schnitzel. Schnitzel. Ja, also ich muss sagen, ihr lebt nicht schlecht. Das ist Eva Fabricius, Vater. Das vergessliche junge Mädchen. Ja, weißt du, Vater, natürlich sofort einen Nagellack und den Lippenstift entdeckt. Ich konnte doch nicht ahnen, dass... Dass der alte Herr hier so plötzlich aufkreuzen würde. Ja, sie würde, war schon weg, als du angerufen warst. Na, was für ein Glück. Der hätte sie mir bestimmt unterschlagen, Buchner. Guten Tag, Herr Buchner. Ist das wahr? Hättest du das getan? Niemals. Mit dir würde ich sogar protzen. Aber bis jetzt hat sich meine Familie kaum um mein Privatleben gekümmert. Und wie kannst du das sagen? Wie oft habe ich dich früher trösten müssen, wenn du unglücklich verliebt warst? Ach, du warst auch schon unglücklich verliebt? Oh ja, als Zehnjähriger zum Beispiel wollte ich unbedingt unser Buffetfräulein heiraten. Ja, aber da war ich natürlich dagegen. Und sonst? Ja, es gab auch danach noch ein paar Enttäuschungen. Mein armes Klößchen. Ja, aber diesmal habe ich durchaus den Eindruck, als ob der Fall nicht so hoffnungslos ist. Hm? Ach, das ist noch nicht raus. Er ist ein schrecklicher Dickkopf. Und wir müssen uns noch gehörig zusammenraufen. Warum hast du die beiden denn nicht gleich mitgebracht? Na, weißt du, ich wollte doch nicht gleich so familiär werden. Wie sieht sie denn aus? So wie junge Mädchen von heute eben aussehen, nicht? Brille, schwarze Haare, Stück Dürerhaus und ein Stück Zigeuner. Sie gefällt dir also nicht? Oh, das will ich nicht sagen, aber ihm gefällt sie und das scheint mir wichtiger. Hm? Du, aber dass sie schon einen Wohnungsschlüssel hat, glaubst du, dass die beiden... Ich meine... Ob sie schon mal da übernachtet hat? Das weiß ich nicht. Außerdem ist es für mein moralisches Gewissen höchst gleichgültig, ob er sie nun abends um 11 oder morgens um 6 nach Hause schickt. Und das mit dem Wohnungsschlüssel, du, ich weiß nicht. Wien, Fischerstiege 14, was hast du damals zu mir gesagt? Hier, damit du nicht immer unten zu Leuten brauchst. Jo,
Aber das ist doch was ganz anderes, wenn ein Mann einen Wohnungsschlüssel hat. Wieso? Den Unterschied musst du mir mal erklären. Wenn eine Frau einen Mann liebt. Entschuldige, du warst doch damals keine Frau. Du warst ein entzücktes, liebenswertes, junges Mädchen und kaum über 20 Jahre alt. Also wenn ein Mädchen einen Mann, entschuldige, wenn ein Mädchen einen Jüngling liebt und die beiden wollen heiraten. Na, sie wollte ihn heiraten. Na, wolltest du mich etwa nicht heiraten? Wien, Fischerstiege 14, war ich keineswegs fest entschlossen, dich zu heiraten. Ist das dein Ernst? Mein völliger. Also ich habe dir meinen Hausschlüssel gegeben und du hast ein Abenteuer gesucht. Unsere Ehe ist auf einem Irrtum begründet. Ja, deswegen hält sie ja auch erst seit zig Jahren. Ach, lass doch. Mach dir keine Sorgen wegen des Wohnungsschlüssels von Klaus. Er tut ja doch, was er will. Und je weniger wir uns dort einmischen, desto besser ist es. War hier irgendetwas Neues? Ja, ich habe die kalte Mamsell engagiert. Melanie Czepanek aus Brin. Von der kannst du bewackeln lernen. Nun was, und vielleicht kocht sie uns bämmische Knödel aus. Aber sonst ist sie nett. Ja? Und ich glaube auch tüchtig. Das doch. Was ist? Chefin, wir kommen mit der Bedienung nicht mehr zurecht. Das Kaffeegeschäft auf der Terrasse, es ist alles besetzt. Und jetzt kommt noch ein Dampfer an, ein Riesenbus. Also wenn vielleicht Christa oder ihre Schwägerin einspringen könnten, wir schaffen es nicht mehr alleine. Gut, Charlie, ich schicke gleich Verstärkung. Habt ihr denn noch Kuchen? Ja, wird auch schon knapp. Obsttorte ist noch da, Käsekuchen und Schwarzwälder Kirsch. Apfelkuchen ist schon alle. Naja, ich habe ja Reserve in der Klimabox. Königskuchen, englischen Kuchen, ich schaff gleich was an. Los, los. Komm, Liebling, wir können essen. Ja, ich komm gleich. Du, das erste Mittagessen, das ich uns koche, möchte ich ganz gerne warm essen, also mach Schluss. Ja, noch einen Satz, dann komm. Wenn ich Schluss sage, dann gibt es keinen Satz mehr. Hm? Nur noch einen einzigen. Trotz dem dichten Nebel kamen sie gut voran. Mhm. Ja, das ist nicht gut, Klaus. Nein? Das heißt, trotz des dichten Nebels. Ach, trotz regiert den Genitiv. Ja. Unweit trotz zufolge, wegen stets den Genitiv bewegen. Das habe ich schon auf der Schulbank gelernt. Als Geliebte eines Schriftstellers muss ich darauf achten, dass er ein anständiges Deutsch schreibt. Fräulein Fabricius, Sie haben in der Schule wieder mal nicht richtig aufgepasst und nur halb hingehört. Trotz ist eine Präposition, bei der auch der Dativ gültig ist. Und das Verslein, das ich gelernt habe, heißt unweit mittels Kraft und Wege längst zufolge ungeachtet, innerhalb und außerhalb, oberhalb und unterhalb, diesseits, jenseits Kraft und Wegen längst zufolge trotz. Doch sei hier nicht zu vergessen, dass bei diesen letzten drei auch der Dativ richtig sei. Sehr toll, das kannst du noch. Aha, ein deutscher Dichter beherrscht eben seine Grammatik. Also schreib, was du willst, aber trotz dem Nebel, das klingt einfach scheußlich. Das klingt scheußlich? Scheußlich. Scheußlich. Trotz dem dichten Nebel. Ja, du hast völlig recht, das klingt scheußlich. Trotz des dichten Nebels. Ja, das ist besser, eleganter. Aha, kommt der Herr Dichter also auch darauf? Jetzt spielen Sie mal nicht auf, Fräulein. Ich will Ihnen was sagen, da ist überhaupt kein Nebel. Warum soll da dichter Nebel sein? Also nur damit ich nicht recht behalte, lässt du den Nebel jetzt so einfach verschwinden. Das ist unfair, Klaus. Das ist nicht unfair, das ist meine dichterische Freiheit. Wenn ich will, lasse ich Nebel kommen und gehen. Ich lasse die Sonne scheinen oder lasse es regnen. Jetzt will ich mal sehen, wie die Schnitzel sind, die du gebraten hast. Wegen deinem blöden Dativ sind sie wahrscheinlich schon ganz kalt geworden. Wegen deines blöden Dativs, Schatz. Bei wegen muss nun wirklich den Genitiv benutzen. Außerdem sind sie noch ganz heiß. Jetzt wisch das nicht an die Hose. Nimm die Serviette. Danke. Das werde ich mit deiner Erziehung noch für Arbeit haben. Man soll es nicht glauben, wenn man deinen Vater sieht. Ein solcher Herr. Ein Weltmann mit Charme und Manieren. Ja, er hat Charme, ist liebenswürdig, er kann sogar bezaubernd sein. Das würde ich alles zugeben, wenn er nicht mein Vater wäre. Was gibt's denn noch? Paprikagemüse. Ob es nicht oft auch deine eigenen Fehler sind, dass du bei deiner Familie so schief liegst? Ich liege nicht schief, ich will nur etwas Abstand halten. Paprika ist himmlisch, aber... Aber? Ein bisschen Knoblauch hast du nicht drin, was? Knoblauch? Ja, Knoblauch, mundartig Knobel genannt. Entsetzlich, also das wirst du bei mir nicht erleben. Aber Eva, Schatz, Knoblauch ist ein sehr edles Gewürz. Natürlich nimmt man davon nur eine Spur. Ich hatte mal eine... Was hattest du? Ich hatte mal eine Freundin. Noch eine. Sie hieß Jacqueline. Und als ich Jacqueline zum ersten Mal küsste, da spürte ich einen leichten Duft von Knoblauch auf ihren Lippen. Ich habe sie nie vergessen. Ach, und seitdem hast du eine Vorliebe für Knoblauch. Die Dame war wahrscheinlich vom Zirkus. Ja, aber die Dame war keine Dame.
Sie war erst 13 Jahre alt. Minderjährig. Sie war eine süße, kleine Seiltänzerin. Der Zirkus kam aus Paris. Und wie alt warst du? Ja, gerade 14. Ich muss schon sagen, mit 10 ein Buffet-Fräulein und mit 14 eine knoblauchduftende Seiltänzerin. Du kannst auf einiges zurückblicken. So, bitteschön, meine Frau, Ihr Eiskaffee. Dankeschön. Bitteschön. Ja, meine Damen. Ein Eiskaffee. Ein Eiskaffee. Mir auch bitte. Zwei Eiskaffee. Drei Eiskaffee. Jürgen, abräumen. Mir bitte auch ein Eiskaffee. Vier Eiskaffee. Die Damen, bitte schön, kommt sofort. Moment, Moment, meine Damen, ich besorge Ihnen gleich Charlie, jemanden. Bitte kommt Herr Brückner, jetzt sehen Sie, was hier los ist. Ich will Schokolade haben und ein großes Stück Torte mit Sahne. Also, wenn du das willst, dann bekommst du das auch. Fräulein Christa. Also, jetzt hole ich mir den Kaffee aber selber. Das sei doch nicht ungeduldig, Kind, bei so einem Stoßgeschäft. Die vier Damen da bekommen vier Eiskaffee. Die anderen Damen hier vorne, die musst du selber fragen, aber erst gehst du mal zu Brücken, das rasch. Ja. Guten Tag, der Herrschaft. Freund ist er persönlich, das ist aber nett. Ja, ich helfe mir schnell mit aus. War zwar gerade bei den Schularbeiten. Sie bekommen sicher Kaffee, ja? Und ich Schokolade und Kuchen. Und ich auch Schokolade und Kuchen. Also für uns Kaffee, zwei Portionen. Und zwei Kaffee. Für die Kinder zwei Tassen Schokolade. Zwei Schokolade, ja. Was haben Sie heute für Kuchen? Noch ist alles da, meine Frau. Zwei Sahnetorten und eine Erdbeertorte. Zwei Sahnetorten und eine Erdbeer, ja. Das geht in Ordnung. Vielen Dank, Frau Christa. Bitte. Sehr gern überlasse ich Ihnen meinen Platz nicht, Herr Buchner. Das muss ich Ihnen leider sagen. Was heißt denn das? Weil ich nachher nie was wiederfinde. Alles schleppen Sie in Ihr Büro. Wo ist mein Kugelschreiber? Ich brauche da draußen einen Kugelschreiber. Den haben Sie doch auch schon wieder. Wieso? Ist das Ihre? Etwa nicht? Bitte, Herr Buchner. Falls für mich ein Anruf kommen sollte, für mich privat. Was denn? Privatleben haben Sie auch? Das ist ja toll. Leider nur so ein kleines. Mehr gestattet mir der Forellenhof ja nicht. Also bitte, er möchte später noch mal anrufen. So, Friedel, dann wollen wir mal was hinein in die Kaffeeschlacht. Möchte ich auch mal haben. So, das war zweimal Kaffee und einmal Schokolade. Ja, wunderbar. Bitte sehr. Dankeschön, Frau Christa. Das ging ja doch noch sehr rasch. Meine Torte mit Sahne. Jawohl, die habe ich auch hier. So, da ist Ihr Kuchen. Fräulein Christa. Ja, ich komme ja gleich. Bitte. Das ist ja doch noch ganz schön. Ach du liebe Zeit, jetzt kriege ich auch noch Besuch. Entschuldigung. Tante Ruth. Ja? Du bitte sei doch so lieb und nimm die beiden Tische da vorne noch mit. Ja. Da ist jemand für dich. Wer denn? Rolf Volkmar aus meiner Klasse. Netter Junge, ich komme gleich wieder, ja? Tag, Christa. Grüß dich, Rolf. Ich komm nur eben mal so vorbei. Ja, und gerade im dusseligsten Augenblick. Kaffeezeit. Ich muss nämlich bedienen helfen. Du musst bedienen? Na und, ist was dabei? Nö, eigentlich gar nichts. Ich dachte nur, du... Komm, stell dein Dünnsäger da ab. Los. Sag mal, du wolltest dir doch eigentlich die Haare schneiden lassen. Hab ich auch. Das hast du doch von mir verlangt, wenn ich mich hier blicken lasse. Ach, aber nicht mit der Schere, hm? Komm, setz dich da drüben hin. Der Tischstand wird gerade frei. Ich bring dir einen Kaffee. Kuchen kriegst natürlich auch. Hier wird's bald ruhiger. Dann habe ich Zeit für dich. Ich zeig dir nachher unsere Forellenteiche, ja? Gern. Was willst du denn haben? Käsekuchen oder Obsttorte? Eis habt ihr wohl nicht. Mensch, jetzt willst du auch noch ein Eis haben. Also gut, du kriegst auch ein Eis. Bitte hätten Sie wohl ein Zimmer für mich frei. Ich brauche nur ein kleines Einzelzimmer. Mit Bad, ohne Bad, ist mir ganz gleich. Ist es für länger? Eine Nacht oder zwei. Vielleicht länger. Ich habe kaum etwas mehr frei. Vielleicht ein Einzelzimmer, aber es ist ein bisschen laut. Nummer 14. Zum Tal runter. Sie hören den Bach rauschen. Vielleicht wollen Sie es doch einmal ansehen. Es ist nötig. Ich nehm's auf jeden Fall. Wissen Sie, ich möchte mich gleich hinlegen. Ich bin so todmüde. Vielleicht kann man dafür sorgen, dass ich da nicht mehr gestört werde. Selbstverständlich, liebe Frau. Moment, ich verständige nur das Mädchen. Doris, Zimmer 14 wird belegt. Holen Sie den Schlüssel, bitte. Mädchen kommt sofort, gnädige Frau. Haben Sie Gepäck? Gepäck? Nein, eigentlich nicht. Nur das hier. Aber hier ist mein Autoschlüssel. Vielleicht haben Sie eine Box. Den Wagen brauche ich heute und morgen doch nicht mehr. Ich lasse ihn gleich in die Garage fahren. Wenn Sie sich bitte eintragen wollen, gnädige Frau. Ich gebe Ihnen meine Unterschrift. Vielleicht füllen Sie den Kram selbst aus. Hier ist mein Ausweis. Mein Name ist Senftleben. Guten Tag, Frau. Doris, Zimmer 14, bitte. Guten Tag, Frau.
bitte, vielleicht können Sie mir noch einen Tee raufschicken oder irgendetwas. Aber selbstverständlich, gnädige Frau. Zitrone oder Sahne, bitte? Ja, ja, ganz wie Sie wollen. Nur einen Tee. Kommt in Ordnung, gnädige Frau. Senftleben, Charlotte. Scheint ein bisschen durcheinander zu sein, die Dame. Eine Vogel hat die. Eine Verrückte ist das. Mit sowas kann man doch nicht arbeiten. Was bin ich? Eine Verrückte bin ich? Und was haben Sie an Vogel soll ich haben? Du meine Seele, lass mich doch nicht beleidigen von so einem hysterischen Bamschabel. Was bin ich? So was, Pferde kennen Sie auch nicht? Ein Bamschabel dient der ganze hysterische. Nur Joschus, meine Gojosefe, machen Sie Ihrem Chefkoch hier am Herd bei Ihrem Sex, aber nicht bei mir die kalte Abteilung. Verstehen Sie mich? Versteh kein Wort. Geh weg von meinem Herd. Wirst mich schon noch verstehen. Du Schapperlotter, Schapperlet will in ihre Soßen und Salaten reinreden. Na sowas, wo ich schon ganz andere Küchen gearbeitet habe, wo so ein Bamschabel nicht einmal seine Gurkennase hätte reinstecken dürfen. Auch was, nicht einmal ein Dorfdeckel hätte hochheben dürfen. Aber mir sagen, ich hätte einen Vogel. Und reg ich mich auf. So, Mannsbild hat doch, wo andere ein Hirn haben, nichts als Tomatenketchup und Mayonnaise unter der Mitzen. Die werden zeigen! Bleib mir vom Leib, du bämmische Buchtel! Nee! Edmund! Seid ihr narrisch geworden? Jetzt gebt's ja Ruhe, was ist los? Chefin, seit 12 Jahren bin ich hier Chefkoch. Ja, und jetzt hab ich Verantwortung für kalte Küche übernommen. Und wenn ich ihr sage, ich brauche heute Abend 30 Vorspeisen. Dann mach ich nicht so wurschtelei wie in einem Vorstadtweisel, wo sich die Kutsche Gulasch. Wir haben kalten Rheinsalm und ich will dazu eine Crème de la Reine. Na, Chefin, was glauben's? Will eine Crème de la Reine mit ein bisschen gerierten Eigelb, ein Löffel Ehl und ein paar Tropfen von scharfe Soße. Und keine Spur von Safran oder Curry und ein bisschen Chili. Wo sich das doch erst macht, dem Gewissen auf Zunge, nur wie soll ich sagen, dem den Samt und den Feier. Kommt sich aus Bämmen hereingeschneit und redet von Feier und Samt auf Zunge. Na, weil du keine Ahnung hast von hochherrschaftlicher Küche, du Bamschabel. Chef, muss ich mir das gefallen lassen? Ja? Eins sag ich euch, wenn ich heute Abend im Menü nicht eine Vorspeise hab, bei der ich die Engel läuten hör, dann fliegt ihr alle zwei hinaus, verstanden? Na, was willst denn du? Ein Tee für Zimmer 14. Weil die Forellen immer frisches und sauerstoffreiches Wasser brauchen, leiten wir das Bergwasser direkt vom Bach in die einzelnen Teiche. Wie viele habt ihr denn? Was, Teiche? Ja. Na, da sind jetzt bestimmt 12 unter Wasser. Und einer liegt immer etwas höher als der andere. Und das hier ist der letzte. Da sind die Zweijährigen drin. Die ausgewachsenen Speiseforellen. Siehst du sie da stehen? Ja, das sind ja Tausende von Fischen. Ja, was meinst du, was wir auch liefern? Die sind ja nicht nur für unser Hotel. Unsere Transportwagen fahren den halben Schwarzwald hinauf. Die ganzen Hotels an der Hochstraße, die keine eigene Forellenzucht haben. Die Restaurants in der Stadt, die Kurverwaltung, die essen alle unsere Forellen. Das da drüben ist das Bruthaus. Das zeige ich dir später. Mhm. Da liegt der Laich, also die Forelleneier, auf überfluteten Bratsieben, bis die kleinen Fische ausschlüpfen. So klein sind sie dann noch und müssen gefüttert werden, bis man sie in die einzelnen Teiche setzen kann. Das ist Großvaters besonderes Hobby. Da sitzt er manchmal tagelang drin. Wollen wir mal besuchen gehen? Ja, gerne. Da, Großvater. Dürfen wir ein bisschen zuschauen? Ja, natürlich. Das weißt du doch, Spätzchen. Das ist Rolf Volkmar aus meiner Klasse. Er hat noch nie eine Forellenzucht gesehen. Ja, ein nasses Geschäft, mein Junge, aber eine große Wissenschaft. Jetzt zum Beispiel ist Laichzeit. Da geht's um unseren Nachwuchs. So. Das erste Sieb.
Jetzt gib mal einen her. Hier. Jetzt also, seht, das ist zum Beispiel ein Rogener. Eine weibliche Forelle, die ihren Laich noch nicht abgesetzt hat. Da helfen wir jetzt hier ein bisschen nach. So. So. Und damit hat sie für diese Saison ihre biologische Aufgabe erfüllt. Und das ist alles? Nee, mein Junge, jetzt kommt ja erst die Hauptsache. Kennst du nicht das schöne Lied? Ganz ohne Männer jede Schoße nicht. Ganz ohne Kneppe hält die Hose nicht. Kenn ich nicht. Hast du schon mal einen Hühnerhof ohne Hahn gesehen? Nee. Na also, hast du Milch noch? Ja. Sogar einen Prachtburschen. Her damit. So. So. Damit hat er das Seinige dazu getan. Jetzt sind die Eier befruchtet. Komische Sache. Und das ist nun das ganze Liebesleben der Forellen. Ja, ziemlich prosaische Angelegenheit. Beinahe beneidenswert unkompliziert. Möchtest dich schön umschauen, wenn es bei uns auch so wenig aufregend zuginge. Und warum überlässt man das alles nicht einfach der Natur? Weil wir Forellenzüchter sonst nicht zurechtkämen. Forellen sind Raubfische. Ja, und Kannibalen dazu. Die fressen gatt ihre eigene Brut. Und deshalb muss man sie auch immer wieder trennen nach Größe und Alter. Ins zweite Sieb. Gut. Und das ist nun die Endstation, kurz vor der Küche. Wenn du magst, bist du nachher eingeladen. Kannst dir eine aussuchen. Wie wär's denn mit der da? Hm? Du, Christa, ich habe jetzt direkt Hemmungen, nachdem ich weiß, wie viel Arbeit so eine Forellenzucht macht. Und außerdem, wenn man mit so einem Fisch erst persönlich bekannt gemacht wird, so Auge in Auge. Guck, wie die mich anschaut, die Große da. Die ahnt doch schon, dass ich sie fressen will. Nein, wirklich, die würde mir nicht mehr schmecken. Ich wusste gar nicht, dass du so eine feinfühlige Seele hast, Rolf. Du kennst mich eben noch nicht gut genug. Na, wie wär's denn dann mit dem Zigeunerspieß auf Curryreis, hä? Zigeunerspieß auf Curryreis? Das schon eher, wenn man dafür nicht gerade einen lebendigen Zigeuner schlachten muss. Na, dann komm. Edigo? Edigo, komm her! Na, du kommst von her! Da, mach auf den Gosch. Ha? Leider gut. Aber so gut noch wieder nicht, dass ich dir den hysterischen Bamschabel vergesse. Na, wenn du die bämische Wuchtel weglassen tust, sag ich auch hysterisch nicht. Aber den Bamschabel bleibt. Mit dir lege ich mich nicht mehr an. Das, glaube ich, wird doch immer den Kerzen ziehen. Du sag mal, was hältst du eigentlich vom Einstand? Wir haben alle eine verdammt trockene Kehle. Ach doch, schau her, Grund soll ich auch noch werben. Ja, Melli, das ist so üblich hier. Bei den ersten Tag hier, es gibt was aus. Na ja, nur was, die Melli sieht kleinlich. Also, was wollt ihr trinken? Ein Bier, ein Wein, na du vielleicht was Schnaps? Für mich ein Bier. Nicht so vorlaut, mein Junge, was hier getrunken wird, bestimme ich. Also, dann trinken wir alle ein Bier. Lisa, 7 ja. Flaschen Bier für unsere Freundin Melli. Oh. Für die bayerische Buchte. Na, du fragst mich schon. Lisa! Ja, was noch? Eine mehr, der Chef bringt mit. Eile. Was ist denn hier los? Die bämische Buchtel gibt ihren Einstand. Ja? Na dann mal los. Also, dann Prost. Prost. Hoppla. Ah, so direkt aus der Flasche schmeckt ja doch immer am besten, was, Charlie? Ja, na, das freut mich, Prost, der Chef mir auch die Nein. Ehre antun. Aber was fällt hinein? Wir sind doch eine Familie. Da gibt's mal Stunk, da gibt's mal Krach. Aber wenn wir nicht zusammenhalten, na ja, dann kann ich meinen Laden gleich dicht machen. Ah, das habe ich gern, die Leute von der Arbeit abhalten. Komm, trink aus. Melanie gibt heute ihren Einstand. Na, vertragt's euch wieder? Ja, ich glaube, Chefin, wir haben mit der Person einen guten Fang gemacht. Jedenfalls gibt's heute eine kalte Vorspeise. Da ziehe sogar ich meinen Hut. Das will was heißen, Willi. Wäre ja auch gelacht, wenn wir gegen die Mannsbilder nicht ankämen. Prost. Prost, mein Schatz. Du, was ist eigentlich mit Zimmer 14? Mit der Frau Senftleben oder wie die heißt, die du da einlogiert hast. Ist die in Vollpension oder ganz ohne? Weiß ich nicht, musst du mal fragen. Ja, aber die Friedel hat schon zweimal herauftelefoniert. Die meldet sich nicht. Entweder hat sie den Hörer abgelegt oder hört sie es klingelt nicht. Die Tür ist abgeschlossen, auf Klopfen reagiert sie nicht. Kommt mir ein bisschen komisch vor. Aber vielleicht schläft sie noch, lass sie doch. Sie hat extra gebeten, nicht gestört zu werden. Bei uns kann immer der Gast noch tun und lassen, was er will. Komm, gib mir mal wieder die Flasche. Ach, guck doch mal hier. Oh, 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 Entschuldige. Aber das macht doch nicht. Nee, Frau, sein kleines Malheur.
kann doch jedem passieren. Tut mir leid, Charlie. Das haben wir gleich. So. Weiter. Ich habe es ja nicht mit Absicht gemacht. Mit Absicht. Ich habe mich gerade noch retten können. Na, das ist ja fein. Alles andere besorgt die Waschanstalt. Charlie. Ja, Moment, bitte. Bitte schön, Herr Neumeier. Wieder schauen die Herrschaften. Vielen Dank. Ich hoffe, die Herrschaften waren zufrieden. Bitte schön, hier in der Schwarzwaldschule ist noch ein Tisch frei. Bitte schön. Es fehlt noch ein Salat hier. Ich hoffe, es geht Ihnen auch schön. Sie haben einen schönen Tag. Guten Abend. Bei der Ausflug ins Wolfgang. Freut mich, dass Sie sich hier wohlfühlen. Guten Abend. Alles in Ordnung, Herr Doktor? Dank Charlies Hilfe, ja. Man kann sich auf ihn verlassen. Bitte sehr. Herr Bodner? Ja. Guten Abend, gnädige Frau. Guten Abend. Darf ich einschenken? Ja, bitte. Na, wie war der Krimi? Schon ausgelesen? Schon heute Nachmittag. Waren Sie gar nicht etwas unterwegs? Alleine ist das nicht sehr lustig. Wissen Sie, ich werde mich demnächst in einem Hotel einmieten, wo alleinstehende Damen etwas liebevoll behandelt werden. Ja, da haben Sie völlig recht, gnädige Frau. In der nächsten Saison müssen wir unbedingt ein paar Playboys engagieren. Haben Sie schon gewählt? Ja. Ich werde mich sofort darum kümmern. Ist doch ganz einfach. Zuerst berechnest du den Kegelschnitt. Das ist in diesem Fall eine Hyperbel. Darf ich meine Jacke ausziehen? Na klar. Dazu nimmst du die Mittelpunktsgleichung x Quadrat durch a Quadrat minus y Quadrat durch b Quadrat gleich. Aber das nützt mir doch gar nichts, wenn ich nicht den Wert der y-Achse kenne. Dann musst du immer eine Nebenachse konstruieren. Aber wie? Ach, diese verdammte analytische Geometrie. Ich werde das nie begreifen. Komm, lass mich mal. Ich mach dir das schnell. Aber wenn du Hunger hast, machen wir Schluss und gehen schon runter. Ich bin noch nicht verhungert. Wir essen nämlich immer erst ein bisschen später, wenn es unten ruhiger geworden ist. Aber vielleicht musst du wieder bedienen helfen. Ach, abends doch nicht. Nur nachmittags bei der Kaffeeschlacht. Du guckst mich so an, als wäre das was Besonderes. Kriegst du manchmal noch Trinkgeld? Na klar. Und ich nehm's auch. Oder meinst du, ich genier mich? Da die Schreibmaschine habe ich mir selber gekauft. Nur von Trinkgeldern. In einer Saison. Du bist ein merkwürdiges Mädchen, Christa. Ich? Wieso? Na ja, du... Du bist so klar, so vernünftig, so tüchtig und überlegen. Mit dir kann man über alles reden. Du bist nicht affig wie die anderen Mädchen. Du bist nicht prüde, aber ich glaube, den Kopf, den verlierst du nie. Es hat sich bis jetzt auch noch nicht gelohnt. Schade. Manchmal habe ich gedacht... Was? Ich habe dich nämlich sehr gern, Christa. Du? Soll das etwa eine Liebeserklärung sein? Dann lass uns mal schnell weiter Mathe pauken. Es lenkt so wohltuend ab. Wie war das also mit dem Kegelschnitt? Ja, konstruieren wir erstmal die Nebenachse. Du, ich glaube, jetzt kriege ich doch langsam Hunger. Na, Wetter, habt ihr eine gute Wurst. Ja? Freut mich. Wenn ich euch so zusehe, fange ich auch noch mal an zu essen. Oh, Vorsicht, Flavit. Denken Sie an Ihren Blutdruck, ne? Nach sechs sollen Sie überhaupt nicht mehr essen. Ich weiß, Sie wollen meinen Hungertod, Doktor, aber den Gefallen tue ich Ihnen nicht. Gegenteil, Mann. Ich will Sie mir doch recht lang als Patienten haben. Ja, beim Buchluster ist ja für einen Arzt nicht viel zu holen. Das tut mir auch ewig leid, wenn ich mein Geld zum Doktor schleppen will. Ja, Sie sollten mir aber ruhig mal ins Gebet nehmen, Doktor. Ja. Auf mich hört er ja nicht. Aber wenn jemand in seinem Alter noch so unvernünftig ist... Ah, dann hört er auch. ...ohne Frühstück, morgens zur Arbeit geht, den ganzen Tag schafft, im Wasser sitzt und oben im Bruthaus herumsitzt. Nein, das ist mehr als unvernünftig, wirklich Falle. Ja. Das weiß ich doch, aber bei dem ist der Hopfen und Malz verloren. Er ist ja überhaupt kein Mensch mehr. Er ist ja nur noch ein Fisch. Sehr richtig. Und ein Fisch muss schwimmen. Zum Wohl, meine Herren. Zum Wohl, Franz.
Lass dich da auf gar nichts ein, sonst fangen die auch noch an, dir den Wein zu verbieten. Und das trifft mich. Das ist mein Geschäft. Prost. Oh, Vater. Petri Heiler, Buchner. Ah, Petri, dank, Charlie. Nicht zu fassen. Guten Abend, Frau Buchner. Guten Abend. Guten Abend, meine Herren. Oh, Frau. Fehlt noch was? Ja, du fehlst uns, mein Schatz. Komm, setz dich hierher. Nein, bitte lass mich aus. Ich muss schlafen gehen. Ich bin seit halb früh auf den Beinen und morgen geht's genauso weiter. Anna, gehst du schon zu Bett? Gerade jetzt. Auch wieder viel zu spät für das Kind. Nach dem Abendessen haben sie noch Schulaufgaben gemacht. Gute Nacht, mein Schatz. Also, gute Nacht, meine Herren. Gute Nacht, Frau Buchner. Anna. Und lassen wir den nicht zu lang sitzen. Ich möchte wenigstens vorm Einschlafen wissen, dass ich verheiratet bin. Hallo Ruth, morgen. Bist du schon wach? Wie lange badest du denn noch? Bis ich wach bin. Vorläufig schlafe ich nämlich noch. Soll ich dich wach singen? Sei mir gegrüßt, du holder Morgen! Hör auf, du weckst ja die Gäste. Und wenn du nochmal meine Hautcreme benutzt, kündige ich dir die Freundschaft. Kauf dir gefälligst selbst welche. Deine ist aber viel besser als so einen schönen Hauch von Sünde. Die Forellen waren gestern ganz verrückt nach mir. Also du badest wohl noch ein bisschen. Da gehe ich lieber runter. Unten ist das Bad bestimmt noch frei. Also wasch dich gut und vergiss die Ohren nicht, geliebte Tante. Zigarette für mich? Nicht bei mir. Wenn Sie einen Moment warten. Mhm. Der Forellenhof erlaubt sich. Sehr lieb von Ihnen. Danke. Bitte, behalten Sie ruhig. Danke. Wollen Sie nicht auch einen rauchen? Auf nüchternen Magen. Ist aber nicht sehr gesund, gnädige Frau. Alles, was gesund ist, ist meistens sehr langweilig. Meine Erfahrung. Kommen Sie doch ein bisschen rein. Setzen Sie sich doch ein bisschen zu mir. Das ist doch eigentlich jetzt der schönste Moment des Tages. Man ist aufgewacht, die erste Zigarette. Man liegt noch etwas wohlig in den Kissen. Ich muss Ihnen ein Kompliment machen. Ja? Sie haben wundervolle Betten. Ja, danke. Sie haben nur einen Fehler, Sie sind so menschenleer. Man trifft da so selten einen Bekannten.
Könnte man das nicht abstellen? Tja, gnädige Frau, das würde eine ziemliche Umstellung unserer ganzen Organisation bedeuten und ist, wenn ich mir erlauben darf, nicht ganz branchenüblich. Auch für mich könnte da keine Ausnahme gemacht werden. Oh, haben Sie einen Aschen... Da drüben steht der Aschenbecher. Danke. Geben Sie ihn doch her. Bitte? Ich bin nicht Ihr Typ, wie? Oh, ich bin da nicht sehr festgelegt, gnädige Frau. Hm? Sie essen auch lieber à la carte als ein festes Menü. Ja, vielleicht. Na, siehst du, mein Junge? Das wusste ich doch. Ach, lass doch, das kann doch das Zimmermädchen nachher machen. Nee, nee, Brandlöcher im Fell, das habe ich nicht gern. Haben Sie ja noch Zigaretten? Oh, gar nicht gesehen. Soll eine so schöne Frau an einem so schönen Morgen schon so hässlich lügen? Bitte? Danke. Wo waren Sie denn hin? Als Juniorchef bin ich für Ordnung und Sauberkeit im Hotel verantwortlich. Ich komme gleich wieder mit dem Staubsauger. Hast du unten gebadet? Ah. Mensch, du hast ja nicht mal geduscht. Nein. Ja, wo kommst du denn her? Von gegenüber. Von der Bergmann? Ich sollte soeben vernascht werden. Na und? Ist doch bei mir nicht drin. Vor dem ersten Frühstück? Nee. Schon gar nicht von zahlenden Gästen, die glauben, sowas wäre im Pensionspreis inbegriffen. Nee. Zimmer 8, 2 Kaffeefrühstück komplett, 2 4-Minuten-Eier, 1 Orangensaft, 1 Tee Zitrone, Sahne Toast für Zimmer 3. Ja, das Frühstück für 16 aufs Zimmer. Gut. 2 Kaffee, Spiegeleier auf eine Platte. Ich nehme es gleich mit nach oben. Ja. Ein. Was ist mit Zimmer 14? Hat sich noch nicht gemeldet, Chef. Noch immer nicht. Du Otto, danke. Mir wird langsam unheimlich. Es ist 8:30, das sind jetzt 18,5 Stunden, dass man von dieser Frau nichts gesehen und nichts gehört hat. Soll ich denn von der Senft leben? Ja, Zimmer 14. So lange kann doch kein Mensch schlafen. Ja, soll ich da mal nachsehen? Ja, ich bitte dich drum, wenn da was passiert ist. Ja, das könnte uns gerade noch fehlen. Was ist denn das für eine Person, diese Frau Senftleben? Und am Anfang war sie ein bisschen verrückt, ein bisschen nervös, überspannt. Ich sehe mal nach. Ruf, wenn du mich brauchst. Mit verrückten Frauen habe ich Erfahrung. Ja, ja. Was machst denn du hier? Wir haben heute 2 Stunden später Schule. War der Großvater schon unten? Ach, der ist doch schon längst im Bruthaus. Wieder ohne Frühstück, hä? Wie üblich. Du, Ruth, pass auf, da machen wir jetzt gleich sein Zimmer sauber. Das ist die beste Gelegenheit, sonst lässt er uns wieder nicht rein. Frau Senftleben? Rührt sich nicht. Schlüssel steckt von drin. Haben Sie durchgeläutet? Aber ja, 3-mal. Ja, aber ich habe kein Klingeln gehört. Na, vielleicht hat sie den Stecker rausgezogen. Ja, ja, das ist möglich. Was machen wir denn da bloß? Anna! Oh, Anna! Tja, Zimmer 14 müssen wir aufbrechen. Die regt und rührt sich nicht. Um Gottes Willen, die wird doch nicht. Könnt ihr es nicht mal mit dem Dietrich versuchen? Nein, der Schlüssel steckt von drin, ist umgedreht, dass ich nicht, kann ihn nicht durchstoßen. Gott, willst du nicht deinen Arzt oder sollte man vielleicht gleich die Polizei verständigen? Nur mal langsam. Vielleicht, dass ich und Jörg, also ich meine vom Hof aus, unter Umständen ist ein Fenster offen. Ja, aber mach das unauffällig. Du weißt, was das gleich für ein Schock für die Gäste ist. Ja, ja, ich weiß schon, aber was ist denn das hier? Das Geheimnis eines alten Herrn. Jetzt wissen wir wenigstens, warum der Großvater nie zum Frühstück erscheint. Schau dir das an. 8 leere Weinflaschen hinterm Bett versteckt. Ja. Und im Schrankkastel einen halben Schinken, eine halbe Salami und ein Kantenbrot. Ja, das ist mein Vater. Das ist so eine von seinen Schulden. Entschuldigt bitte. Vorhänge sind zu, aber das Fenster ist angelehnt.
Mit der langen Leiter käme ich ran. Los, Karl. Hol mal die lange Leiter. Die Leiter? Wenn das Fenster festgehakt ist, musst du notfalls die Scheibe einschlagen. Ob ich nicht erst mal einen Schnaps trinke? Hm? Manchmal sieht das nicht sehr schön aus. Soll ich für dich raufgehen? Nein, lass. Ich mach das schon. Musst du einschlagen? Nein, es geht so. Na, was ist? Was ich mir gedacht habe. Tabletten. Ach du lieber Gott, Karl. Geh zu meiner Frau, sie soll Dr. Heck anrufen. Ja. Buchner. Ich bin hier der Junior. Ich stehe kein Wort. Was. Es ist ja Gott sei Dank nicht der Fall. Was wollen Sie? Ich bin da durchs Fenster gekommen. Ja, sagen Sie mal, sind Sie wahnsinnig? Alles in Ordnung. Entschuldigen Sie, gnädige Frau. Ja. Aber wir haben uns Sorgen um Sie gemacht. Warum haben Sie sich denn nicht gemeldet? Wie soll ich mich denn melden? Ich habe geschlafen. Ja, aber Sie haben fast 19 Stunden hintereinander geschlafen. Na und? Das ist noch gar nichts. Ich bin Frau Senftleben vom Goldenen Adler in Liebenstock. Wollte hier endlich mal meine Ruhe haben. Was denn? Oh. Sie haben Hotel? Ja. Vorsicht! Karl, du kannst die Leiter wieder wegbringen.